Ich möchte mal sehen, welche haben wir denn theoretisch zur Möglichkeit? Gibt es irgendwelche davon, die gut für uns sind, oder ignorieren wir die komplett und bleiben nur bei schweren Kreuzern? Oder Schlachtkreuzern? So, es gibt die Repulsive. Die hat Torpedos. Nee, die kannst du Doppelläufiger abstoßen. Ganzenturm, mega schwere Makrobatterie. Vier Starten, Landebuchten, kombinierte Makrobatterie. Warum sollten wir das nehmen? Ist nur teurer Wir können es als. abstoßen. Nee, von dir verlassen es. Die ist leicht besser als die Stick. Nein, die Sticks ist schneller. Die hat mehr Hülle. Die hält einfach nur mehr aus als Okay. die Sticks. Hat aber auch keine Lanzen. Also warum? Exekutor. Lanzen, Lanzen. Okay, das ist einfach ein Lanzenschiff bis zum Umfallen. Das kann auf die Entfernung einfach alles töten, würde ich schätzen. 9000, 3000 von. Ist auch ein bisschen traurig. Hellfire ist so ein Allesschiff. Also im Endeffekt. Mit Panzerkreuzern können wir relativ wenig anfangen, es sei denn, wir wollen Lanzenflotte aufstellen. Wollen wir eine Lanzenflotte aufstellen? Ja, aber nicht diese Flotte. Na, dann können wir damit nichts an. Weil wenn wir Panzer, wenn wir eine Lanzenflotte aufstellen, lass mich mal schauen. War es nicht so, dass die Acheron besser war? Drastisch besser. Also ja, Panzerkreuzer können wir komplett skippen. Die sind nutzlos für Yay. uns. Es sind schöne Schiffe. Kann ich die Schiffsansicht gehen? Nö. Es sind theoretisch schöne Access geht Schiffe, auch aber nicht. die sind. Naja, zu langsam. Was wir vielleicht in Erwägung ziehen könnten, wäre bei Zeiten eine Despoiler oder Desolator nehmen. Wahrscheinlich eine Despoiler. Wegen der ganzen Start- und Landebuchten, die das Teil hat. Aber wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich werden wir mit Kreuzern arbeiten, bis wir die richtig großen Schiffe bekommen. Sind die richtig großen Schiffe denn wert? Nun, die richtig großen Schiffe kaufen wir gar nicht, die bekommen wir. Oh. Also, ich glaube, möglicherweise werden wir sogar Ah. Schlachtschiffe teilweise skippen. Okay. Aber ich rede hier von Titanen und so. Gut, dann würde ich sagen, können wir einen Angriff auf Skaros starten. Okay. Für wie viel Subs gibt es direkt im Anschluss nach Battlefield Gothic einen S5-Stream? Ich Oh, glaube die nicht, mit den dass Smurfs. Die Masse an Subs bezahlbar wäre, die dafür nötig wäre. Die dafür nötig wäre, den Kater umgestimmt zu machen. Er guckt mich jetzt schon unzufrieden an. Okay, Wie kannst du es Sekunde. wagen, deine Aufmerksamkeit auf Nils auf den Kater zu lenken? Genau so. Wir können schon mal anfangen, Orks zu schlagen nach Skaros. Okay. Unsere Alpha Legion Flotte kann darüber gehen. Und auf nach Gudrun. Also Gudrun und Imbrium und Quinx direkt alle drei sogar einnehmen. Denn alles wird nur eine einzige Flotte brauchen, wenn wir es richtig machen. Na gut, auf nach Gudrun und Sequenz kommt jetzt. With warp storms rendering astropathic communications erratic, Segmentum Obscura's High Command continued experiencing difficulty coordinating its forces. Imperial commanders were advised that communications received from distant sources were not to be trusted. Scattered reports indicated that, in addition to chaos incursions, Scarus nurtured an increasing greenskin menace. Eventually, High Command took this threat seriously. They acted too late. What would become known as the Green Crusade had grown from a few scattered and disorganized tribes to a mighty war that threatened to overwhelm the Imperium's embattled holdings. With the capture of Forge World Mordax Prime, the Green Crusade's momentum redoubled. Survivors from the rechristened Mordaka Prime report seeing hundreds of Gargants being fashioned from the debris, and skies thick with the choking black smoke of Orc cruisers. It can only be a matter of time before other worlds share Mordax's fate. Orks, Orks. Mehr Yay. Orks. Wollen wir Aber keine Ork-Kampagne. Das ist wahr, wir kriegen einfach keine verdammte Ork-Kampagne. Ein Jammer.
eine Sache prüfe ich kurz. Na. Okay, gut. Dann müssen wir schauen, wie wir die Flotten aufteilen. Denn wir können direkt Quinx und Embryo mitnehmen. Oder Lefe 11 können wir auch mitnehmen. Makropolwelt, Makropolwelt. Und Quinx hat einen Phantom Nebel. Eine Mechanik. Können wir die mitnehmen? Ja, wir haben drei 600er Flotten oder drei 500er Flotten hier. Wir kriegen damit alles platt, was uns hier steht. Ich rede von Weg, von Rennpunkten. Ja, wir teilen so Flotten gleich auf. Hier müssen wir nur mit 200er kämpfen. Das bedeutet, die schwächsten Flotten können sich darum kümmern. Was ist die schwächste Flotte? Nee, es hatte nur den langen Weg gesehen zu Quinx und ist den kürzeren Weg. Ah. Deswegen war. Papier. Was ist die schwächste Flotte, die wir hier haben? Andreas vor der Tür und miautzt. Katze. Jedes dieser Schiffe hat, jede dieser Flotten hat ganz genau ein Trägerschiff drin, ne? Und der Rest ist einfach, sap, sap und bumm. Ich bin wieder da und heb die Katze eben kurz hoch. Ja, okay. Wenn du die Katze hochhebt, teilen wir unsere Flotten dementsprechend auf. Da ist Mechanicus. Das heißt, da möchten wir möglicherweise auf Nahkampf gehen. Hier haben wir Orks, das heißt, diese Flotte kann sich darum kümmern. Die wird wahrscheinlich damit fertig werden. Wenn ihr die hat, Styx und Slaughter. Die sind alle gleich stark. Die Flotten sind alle gewissermaßen gleich stark. Ich weiß nicht, ob ich mehr Sorgen haben muss vor der imperialen Flotte oder vor den Mechanicus. Slaughter wird gegen die Orks relativ wenig bringen und gegen das Imperium wollen wir es nicht. Slaughter geht. Wir könnten Quinx dessen nehmen, dann würden wir einfach gegen Orks kämpfen. Okay, die Flotte kann mit den Mechanicus-Schiffen fertig werden. Diese Flotte kann mit der imperialen Flotte fertig werden. Kämen wir noch einen Bonuspunkt? Nein. Bekämen wir hier einen Bonuspunkt? Nein. Schade. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. So sieht's aus. Okay. Wir haben drei Schlachten vor uns. Schauen wir, was wir daraus machen können. Wir fangen mit Orks an. Ich habe geprüft, ob wir irgendwo Zusatzbewegungspunkte herkriegen. Die Antwort ist ein trauriges Nein. Dann ein Schlachtruf. Was schreist du mich an, Kater? Für wie viel Subs würdest du ein altes F5-Spiel von der Zuschauertribüne aus kommentieren? VQ, du unterliegst der Ansicht, dass ich ein käuflicher Mensch wäre. Wäre das der Ursprung für mein Treiben hier auf YouTube und Twitch? Meine Käuflichkeit und meine Gewinnersucht? Dann hätte ich damit schon wahrscheinlich vor mehreren Jahren aufgehört, weil ich echt nicht erfolgreich bin. 1000 Subs, alles klar. Phoenix hat die 1000 Subs da reingeschrieben. Okay. Ich bin es käuflich. Für was für eine Art Mensch hältst du mich? Das haben wir etabliert. Wir verhandeln gerade nur über den Preis. Okay. Luft? Ja. Viel Spaß mit Zip Zip. Zip Zip? Ja, ich strafe dich. Du darfst die beiden Slaughters, die beiden Hellbringers nehmen und auf die Entfernung mit Lanzen schießen. Das ist eine Strafe? Das ist eine fucking Strafe, du Arschloch! Ich war so, hä? Das Fernkampf?
klingt doch ganz gut. Warte! Ist er gerade mit dem Anfang des fucking Spiels? Nein! So, weil funny. Geh auf Aufschalten. Nein, geh auf Festhalten. Für den Rückstoß der Waffen. Rückstoß. So, Triebwerke natürlich bei den Orks. Show us our victims! Nun, ich muss ungedeckte Bomber losschicken, also kann ich die auch jetzt schon losschicken. Oh, warte, es hält dir Power! Deswegen kombiniert man normalerweise nicht Lanzen und Geschwader. Qual. Du hast noch nicht mal angefangen zu schießen. Natürlich ist es. Also, es ist noch keine Qual. Natürlich ist es eine Qual. Ich stehe hier. Ich werde hier einfach nur rumstehen. Wieso hab ich gerade deine Schiffe aus Versehen kommandiert? Ja. Ich hab die Gruppe, weil ich die falsch gruppiert hatte. So, du bist Gruppe 3. Willst du wirklich... wenn du meine Schiffe haben willst, kannst du gerne machen. Meine Bomber prügeln sich mit deren Jägern. Ich glaube, das ist keine gesunde Idee. Kommt mal zurück. Hast du mich gerade ignoriert? Ja. Oh, haben wir diese Fake-Erscheinung? Ja. Keine Sorge, Luf, das sind nicht so viele Ork-Schiffe. Wir haben es gerade nicht mit einem Wah zu tun. Die Necrons es ausgesprochen haben, war immer noch das Beste. Das ist ein Wah. Necrons sind die Necrons waren der Hammer. Die Charaktere haben es halt am meisten Spaß gemacht. Die Necrons haben einfach den absoluten Swag. Also ich muss sagen, bisher von den Charakteren sind die Necrons die lustigsten gewesen. Das Imperium die epischsten. Und jetzt spielen wir gerade wortwörtlich als, ich weiß nicht. Nein. Als Kanalisationsgoblins. Billig Orbs. Willkommen zurück, Jasmin. Hi. Your orders. So. Enemy ship sighted. Man. Hey, werdet ihr wohl stehen? Stehen geblieben! You have seized a genau, werdet gebombt! Fürs Stehen bleiben. For the War Master! Aber mein Geschwader ist lebendig durchgekommen. Bleib stehen. Plasma Bombe. In welche Richtung gehst du, drehst du das? Soups. Ich glaube, es sind wirklich nur so zwei Schiffe. Nun, ich schätze, ich bombe das hintere zu Klump. Als die Katze gestrahlt habe, habe ich in den Kühlschrank geguckt. Und da habe ich... Was ist das für eine Aussage? Was? Ich habe die Katze gestrahlt. Ja, als ich die Katze gestrahlt habe, habe ich in den Kühlschrank geguckt. Wie darf ich mir das vorstellen? Naja, ich bin halt weggegangen, um die Katze zu streicheln, also hab die Katze auf den Arm genommen und gestreichelt. Währenddessen hab ich sie in den Kühlschrank geguckt und im Kühlschrank hab ich Pizza-Baguette so gesehen, während sie mir den Macaron rausgenommen habe. Luft, du machst mir mehrere... Deine Taktiken verwirren und beängstigen mich. Und jetzt esse ich eine Clementine. Zur Kenntnis genommen. Doomfire is unleashed. We stand ready! Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Aber Lanzen können doch ganz gut arbeiten. Sagt er und sah einfach, wie sie überhaupt gar keinen Schaden machten an dem Orkschiff. Es könnte sein, dass wir schlechtes RNG haben. Und die Lanzen, die ganze Zeit. Ich schau mir gerade mit Lanze an. Oh doch, die nehmen Schaden. Das sieht nicht so aus. Wenn du draufklickst, dann siehst du, wie der Lebensbalken runtergeht. Ja, erinnert nichts daran an mein Gefühl. Das erinnert nichts an mein Gefühl. Ich beschütze dich vor den Torpedos. Nein, warum? Das ist nicht nötig. Gib mir wenigstens ein bisschen Aufregung. Eine ganze Welle von Torpedos muss dich nicht unbedingt treffen. Wieso lebt das Schiff da hinten überhaupt noch? Wie viele Hitpoints hat das? 3.
Jetzt ist es weg. Oh, die Lanzen machen guten Schaden. Wir brauchen nur mehr. Viel mehr, damit die was machen können. Fürs Plasma-Bombe. Oh. You have accumulated 25% of strategic points. Ja, genau. Das Ding ist. Wichtig, macht kein Glücksspiel, es geht nur schief. Genau, wollte ich gerade sagen, die Panzerung. Panzerung ist im Endeffekt eine Wahrscheinlichkeit. Es gibt, wenn zum Beispiel ein Schiff 87% Panzerung hat, dann bedeutet das, dass es eine 87%ige Chance hat, den Schaden einfach zu schlucken. Hm. Wenn der Schaden aus der entsprechenden Richtung kommt. Ja. Und, Lanzen betrachten Panzerung als um 25 gesenkt. Das bedeutet, die durchdringen Panzerung besser. Ja, was ich sagen wollte, der Unterschied zwischen Fernkampf mit Mechanicus und Fernkampf mit diesen Chaos-Lanzen-Dingern ist, mit Mechanicus kannst du wenigstens noch andere Sachen machen. Du hast nicht beschwört, dass... Mit kannst du noch andere Sachen machen. Das ist wahr, wir müssen aber auch solche bedenken. Die Dauntless Mark I ist nicht zu unterschätzen als Schiff, das haben wir festgestellt. Ja. Die Feuerkraft, die Schiffe haben, selbst wenn die Gegner nah rankommen, ist echt gut. Mhm. Und die Firing Line war super. Du hast mir jetzt verdient. Wir haben nicht mal Schaden gekriegt. Nurgle? Oder willst du Korn oder willst du. Machen wir Korn auf 14. Machen wir Korn auf 14. Machen wir gerade Zahl draus. Okay. Da. Käuflichkeit ist relativ schmelling. Außerdem war das ein Witz. Okay, hier müssen wir entern. Mehr Schädel für den Schädeldrohnen. Yay! Wir dürfen Mechanicus-Schiffe entern. Schlachtruf. Dieses Mal darfst du das Trägerschiff haben und ich gehe wieder auf Nahkampf. Ich meine, ich kann auch das Squad-Schiff nehmen. Nein! Nein! Ich musste kurz realisieren, was du gerade gesagt hast, weil ich im Chat geschaut habe. Schockierend, dass der Chat in der letzten Stunde so absolut explodiert ist, wortwörtlich. Es hat einen großen Fehler begangen. Was hast du getan? Weißt du, wie ich dir vorhin diese 42.069 Subs und er macht das. Okay, ich bin ehrlich, für 42.069, für eine derartig gute Zahl, na, natürlich. Wer würde es nicht tun? Das ist die Funny-Zahl. Erinnerst du an das, ich habe dir ja vorhin dir zwei Bilder geschickt, wie ich es Mundzeichnung geübt habe, ne? Dir sind neue Gestiken eingefallen, die du selbst antun wolltest, nicht wahr? Das ist, was du im Fehler begangen hast. Habe ich richtig geraten? Nein. Was ich einfach sagen wollte, ist, dass Discord nebenbei offen ist. Stark ganz ehrlich, ich hab dich jetzt dieses Das ist auf eine gewisse Art und Weise morbider und beängstigender, als ich gedacht hätte, dass es sein könnte. Es lächelt mich permanent an. Also vor Kuh, im Endeffekt, ich bin gerade nicht auf der Höhe meiner Bestechlichkeit. So, Kater. So, du nimmst das Trägerschiff und ich nehme die Nahkampfsachen. Was ist das Trägerschiff? Das mit dem Admiral. Geht klar. Oh, da bleibt mal Bombe. So, Angriffsboote werden auch lustig sein. Ich werde versuchen, möglichst nah ranzukommen und so viel zu entern, wie ich kann. Also in jedem Fall, nach der Live-Aufnahme, es gibt einen Grund, weswegen ich die entsprechenden Limits gesetzt habe. Nachbarn. Nicht unbedingt den Nachbarn nur, aber ich muss mich nicht komplett überstrapazieren und ich habe die letzten, mit dieser Woche einschließlich, aggressiv das Stream hochgedreht und es wird über die nächsten Wochen nicht besser. Der ganze Monat wird einfach vollkommen überstreamt werden und künftig wird das wahrscheinlich sehr, sehr viel werden noch. Okay, ich gehe auf Festhalten. Und auf nochmal festhalten. Nicht, weil ich vorhabe zu rammen, sondern weil ich einfach für dich als Point Defense dienen kann. Okay. Das heißt, soll ich Bomben machen? Wir müssen mal da rankommen. Ja, gegen wen kann also ja, nach diesem Stream wird es erst nach der Aufnahme. Hier ist Pause erstmal. Und morgen haben wir eine Aufnahme anstehen. Der Abend ist bei mir auch verplant. Wir kämpfen gegen Mechanicus. Waffen sind das Ziel. Klar. Aber Sonntag werden wir aggressiv Siedler streamen. Und zwar beginnen wir schon irgendwann nachmittags.
Dann ist Triebwerke Waffen. Zumindest für uns, Phoenix. Es gibt einige, für die es für Geld ist, aber wir sind zu klein und belanglos dafür, dass es für uns schon um Geld gehen kann. Ich habe noch in meinem Leben keine Kekse aus dem Stream bekommen, Schmelling. Wenn ich die bekäme, dann würde es meine Prioritäten vielleicht anpassen. Kekse sind eine gute Quelle für Nahrung. Wer braucht so ein Geld, wenn man Kekse haben kann? Reporting. Genau, es geht um hier. Das ist korrekt. Ging es mir um mehr als den Spaß, hätte ich wahrscheinlich schon längst angefangen, auf ganz YouTube Eigenwerbung unter andere Leute Kommentare zu spammen. Luft, ich glaube, du willst einen Jagdgeschwader rausbringen. Kater, hör auf mir die an der Hand zu kauen. Ich brauche die gerade. Temporär. Ich brauche meinen Unterarm. Na-ah. Du brauchst keinen Unterarm, Bruder. Entschuldige mich? Er hat sich entschieden, mir den Unterarm zu beißen. Er ist unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum du keine längeren Streams hast. Dass der Kater mich umbringen will? Ja. Werde ich machen. Wir haben noch 40 Minuten. Die wir tun müssen, um unsere 7 Folgen voll zu kriegen. So. Natürlich haben die eine verdammte Nova-Kanone direkt dabei. Ich gehe direkt in den Nahkampf. Komm schon, du schaffst es. Das war knapp. We'll follow your command for now. Angriffsboot auf das Discord-Schiff hier hinten. Angriffsboot. Aufs hintere. Ja. Das vordere ist schon weg. Da hab ich einen Command. Wir müssen nämlich 11 Schaden machen. Ich fress die. Troop! Nein! Gut, dass ich verbessertes Point Defense ausgepackt habe. Mission erfüllt. Perfekt. Okay, dann können wir es einfach vernichten. Einfach bomben. So. Ah, shit! Ich hab kurz deinen Scotts aufgenommen, weil... Ja, es ist absolut okay. Aber Nova-Kanone. Noch einer. Ich wusste, du würdest das Schiff selbst sprengen. Lass mal raus da. Setting course. Oh-oh. Set engines to full ahead. Nachladen. We are unstoppable. Wir hatten das noch teilweise erwischt. For the Warmaster. So, eine Reparatur, damit das Feuer aufhört zu brennen. Das Flaggschiff ist das Ziel. Wenn die Schilde unten sind, kann ich da... Ach, schon, das ist der Plasmenbomb. Ja. So. Da können wir da komplett drehen. Hinter dir im Nebel ist noch ein Schiff. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass wir gerade angegriffen haben. Ja. As the Warmaster wills. Ich bin mir sicher, ob Mechanicus bessere Makros hat als ich. Das ist ein Problem. Reporting. So, also. For the Warmaster. Let the galaxy burn. Show us our victims. Okay, weg damit. Das Schiff geht in Deckung. Ich glaube, du hast dafür ein bisschen zu weit vorgezielt. Das hat kaputte Triebwerke. Oh, das muss ich nicht. Aber passt. Hat es trotzdem noch erwischt. So, bleibt identifiziert. Sehr gut gebombt. Kann sein, dass die Awareness noch ausgeschaltet werden vom anderen Schiff. We stand ready. Obwohl, nee, das... Nee, ich glaube, das kriegst du. Ja, die haben es geschafft. Der Generator ist beschädigt, das Escort-Schiff lebt, das Escort-Schiff kämpft in den Nebel zurück. Tear them apart. Und geentert, so.
Ich glaube, VQ ist mit einer spezifischen Zielsetzung hierher gekommen. Er ist heute hier, um jemanden zu kaufen. Er will einen Menschen haben. Okay, ja, jetzt müssen wir noch mit der Station fertig werden. Ja, das ist Kortschiff, zieht sich zurück. Ja. Oder, Sekunde, wie hoch ist die Reichweite der Lanzenbatterie, wenn ich die... Ich kann das Teil hier nicht outrangen, oder? Das hat 18.000 Einheiten. Die Lanzenbatterie haben 9.000. Auf die Station könnte schwierig werden. Ja. Ich meine, kannst du? Oh, die ist jetzt schon Reichweite. Ja, die hat 18.000 Reichweite für den Plasma. Aber auf die auf 18.000 werden die nichts treffen. Das wir bleiben einfach auf 18.000. Setting course. Aber meine. Wo ist die Reichweite meiner Waffe? 18.000. Ich kann meine Reichweite einfach hochdrehen auf. Aufschalten. Ja, das würde ich auch machen. Locking Weapons! Reporting! We are unstoppable! Weißt du, das ist immer so eine trügerische Sache mit Flotten von geringerer Stärke. Man denkt, ah ja, es sind wenige starke Schiffe. Da werden wir easy mit fertig. Und dann packen die einfach eiskalt. Oh. Ja, das ist Escortschiff zieht zurück. Mir egal. Alles mir egal. Das ist Escortschiff zieht zurück, wenn ein Bombergeschwader unterwegs ist. Denn wenn das gebombt wird, überlebt das nicht. Ich nehme die Zeit daher, VQ, dass ich wortwörtlich, tragischerweise, nichts anderes zu tun habe aktuell. Wenn ich was anderes zu tun hätte, würde ich trotzdem einen Weg finden, so viel Zeit rauszuprügeln. Und wenn ich dafür Schlaf und Essen opfern müsste. Ja, so. Jetzt sind die Schilde wieder oben. Das wird lange dauern. We stand ready. Nein. Nope. Sehe ich nicht ein. Ich gehe. Er schickt die Gleise uns entgegen, so. Ich verziehe mich einfach zu dir und die werden dann einfach vom Point Defense zerlegt. Engines hot! Oder so. So, und wir zum Angriff gehen. Oh Gott, was hast du denn schon getan? Hä? Vor kurzem nochmal 5 Abos rausgehauen. Einen an Hunter, einen an Skullgold, einen an Sherix, Wolfsrudel 82 und. Meroteros. Nun, meinen Dank und meine Glückwünsche an alle, die das gekriegt haben. Und meinen Dank an VQ, natürlich. Bleib am besten im Kreis von dem Geschwader. Ja, wird gemacht. Weil da kannst du eingreifen. Vor allem, wenn schon ein Bomber kommen. Also, ich habe nicht erwartet, dass das die letzte Schlacht des Abends ist. Ach Gott. Nein, und wir haben noch eine hier nach. Die ist bestimmt noch drin. Gott, diese Plattform, das Teil. Ich schieße vorhin schon auf Waffen. Ja, und das Ding ist. Okay, wie machen. Man kann die Grenzmanger schaden. Fordere die Bombe ein. Benutzen wir die Bomber. Und zwar alle. Okay. Danach können. Wenn die kaputt gehen, dann können wir noch eine Jagdgeschwaden herdrücken. Fair. Wenn ihr keine Kopf ist, bin ich beleidigt. Okay, Sonntag haben wir einen Langsiedler 5 Stream. Weil Mount & Blade Bannerlord immer noch nicht im richtigen Zustand für uns ist. Bombergeschwader 1! Ha, und bei dir so, Bruder? Ja, also, die. Hab ich gerade schon. Jetzt haben die schon wieder Geschwader geschickt! Das ist nicht gut. Ich hab keinen Schutz. Das ist ein Bomber. Bomber ignorieren sich gegenseitig. Die bomben mich gleich einfach. Ich würde gleich wieder auf die große Wanderschaft gehen und fliehen. Und zwar jetzt. Und auf festhalten. Jetzt hätten wir die Plasmabomben aufsparen müssen.
Meister. As the War Master wills. Ich hab mehr oder weniger vergessen, welche Plattform wir haben. We'll follow your command. Ja, wir haben sie auch komplett ignoriert. Die war nicht relevant in der Schlacht. Oh! Aber seine Bomber machen's. Ja, aber Schilde sind wieder da. Your orders. Ich sehe Schlitzen zerfliegen, ich weiß nicht was. Oh Gott. Ach ja, genau, die Schilde. Wir dürfen noch ein bisschen drauf schießen, um sie loszuwerden. Zum Glück ignorieren Bomberschilde. Ja, das ist immer etwas. Positive Sache ist, wenn ein Bomber wieder da sind, ist der andere Bomber wieder regeneriert. Ja. Es gibt keinen Garant dafür, dass wir es schaffen, VQ. Es ist wahrscheinlicher, wenn wir einen längeren Stream machen als zwei Versuche, aber es gibt keinen Garant. Ich muss schon wieder umdrehen und weggehen, weil die mich schon wieder entern wollen. Geht weg! Warum bist du noch festhalten? Weil ich noch warten muss, bis ich wieder auf Aufschalten gehen kann. Retro's activated! Hey, Waffen ist vernichtet. Welche Waffen sind vernichtet? Die haben noch zwei Hangare, die haben noch drei Lanzenbatterien und drei Makros. Ja. Reporting. Keine Sorge, ich denke, das sind noch zwei, dreimal mit dem Dings. Also noch drei Minuten. Rammen ist die Station! Ich ramme nicht die Station, ich entere die Station! Engine's hot! Okay. Ich gehe! Executing high energy turn. Nein! Doomfire's unleashed! Ich will nicht! Okay. Adjusting rotation! Ich wollte eigentlich, dass meine Makrobatterien Schaden machen können. Our strike team slaughtered them! Sehr lange, okay? Komm zurück! Nein! Komm zurück! Ich gehe gleich auf Nachladen über, damit meine Makros mehr schießen können. Weil ich sowieso keine Lanzen habe. Bruder, das sind noch zwei Bomber vielleicht. Die haben immer noch alle ihre 18 Point Defense Türme. Ja, also, aber guck, meine Bomber kommen super durch. Die haben so gut wie keine Waffen mehr. Ich gehe direkt in den Nahkampf. Sie können mich nicht anschießen, wenn ich direkt neben stehe. Dass du nicht aus Versehen rammst. Ich weiß, was ich tue. Schiff explodiert. Ich sagte, ihr könnt nicht auf mich schießen. Eure Makros sind beschädigt. Oh, ich werde gebombt. Schätze ich. Ja, das wirst du wohl. Ein Jammer. Oder? So, nachladen! Wir sind jetzt den letzten Bomber. Doomfire ist unleashed. Und vielleicht ein bisschen Hilfe. Bevor die Bomben ankommen, vielleicht sogar. We stand ready. Deine Bomben, also die Makros vom Chaos sind so schwach. Okay, noch bevor die Bomben angekommen sind. Ja, war gut. Hat doch geklappt. Ja, war doch schön. Okay, die Schlacht hat doch nicht mehr so lange gedauert. Nachdem ich leichte Ungeduld ausgepackt habe. 5 Minuten stand, also 5 Minuten nachdem du leichte Ungeduld ausgepackt hast. Nein. Doch. Ich habe nicht 5 Minuten die Station umkreist. Ich habe auf die Uhr geguckt. Oh, nein, mein Spiel ist abgelöst. Unreal Engine Crash. Du! Was ist, Luft? Was ist, was du mir sagen möchtest? Unreal Engine Crash natürlich bei der beschissenen Schlacht, wo es passieren konnte, ich weiß. Ich weiß, vielleicht kann es ja wieder reinjoinen, wie vorher. Genau, das ist die Hoffnung, die wir haben. Dass du wieder reinjoinen kannst. Ja. Werden wir schaffen. Dass der Maschinengeist ist mal gewogen ist. Denn ansonsten müssen wir die Schlacht nochmal machen, weil ich aus dem beschissenen Ladebildschirm nicht rauskomme. Und dann war es wirklich die letzte Schlacht des Abends. Ach Gott. Nein. Nein. Why? Sie hat Alt F4 gedrückt. Nein. Nein, das war der Maschinengott. Ja, das war Anime. Schwenk, du weißt, wie der Maschinengott zu jedem Projekt steht, das wir führen müssen. Vor allen Dingen. Zu Battlefield. Ja, Battlefield ist verflucht teilweise. Ich meine, wir hatten heute schon in den ersten 30 Minuten Absturz. So, die Gelegenheit kann ich jetzt mal nutzen, mein Handy was zu lesen. Auf deine Frage, Phoenix. Gut möglich. Muss ich schauen, was mir dafür einfällt.
ob mir was dafür einfällt. So, gib Bescheid, weil ich dich wieder einladen kann. Ich muss beitreten, nicht einladen. Oder so. Ich glaube, es war so. 101.